Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute mache ich die Nägel von meiner Mutter und ja, ich möchte jetzt auch nicht lange reden. Und ja, wenn ihr das gucken wollt, wie ich das mache, dann bleibt dran. So Leute, und ja, also hier haben wir gerade die Nägel. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade so gut sehen könnt. Ja, hier haben wir auf jeden Fall die Klebe. Und ja, also so sehen die Nägel jetzt aus. Und ja, jetzt machen wir... Also ja, und so sehen die Nägel aus und wir machen das jetzt mal auf. Ich mag die Farbe. Ja. Das war mein Handy, alles gut. Ja. Das war mein Haar. Ja. Okay, also so sieht es jetzt aus. Das ist voll die schöne Farbe, so ein Türkis. Und ja. Und das können wir erstmal zur Seite legen. Und das auch. Und dann haben wir hier einmal die Gebrauchsanleitung oder Weisung. Ich weiß nicht. Also ja. Und dann haben wir hier noch solche Stickers für die Nägel. Das brauchen wir nicht. Und ja, hier sind auf jeden Fall die Nägel drin. Und jetzt werde ich erstmal kurz gucken, was die Größe für die Nägel sind. Das ist schon mal der Daumen. E für den anderen Daumen, ja. Hier einmal so ein Links. Ja, eine Ladefeile. Ich habe es total vergessen, genau. Und ja, also ich würde mal sagen, machen wir einfach so. Okay, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das richtig sehen könnt. Okay, Leute, also jetzt sind wir auf jeden Fall fertig mit dem Feilen. So, ja. Jetzt können wir das, glaube ich, ein bisschen wegmachen, oder? Mhm. Echt? Okay. Also, ich würde mal sagen, ich mache zuerst diese Klebe auf. Okay, über das Papier gerne. Okay. So. Jetzt nehmen wir auf jeden Fall den Daumen. Erstmal hier, ne? Muss ich auf den Nagel und hier rauf? Ich weiß es nicht. Mal wie du willst. Okay. Wie du möchtest. Jetzt drücken. Oh. Oh, Hilfe. Sorry, dass ich jetzt deine Hand erdrücke, aber... Kein Problem. Sieht schön aus. Ja, die Farbe.
So, Leute, und ja, das war's auch schon mit diesem kurzen Video. Okay, ist, glaube ich, nicht so kurz, aber egal. Also ja, auf jeden Fall war's das mit diesem Video. Ich hatte sehr Spaß, die Nägel von meiner Mutter zu machen. Ich zeige euch mal kurz das Endergebnis hier. Ja, genau. Das Endergebnis ist voll schön geworden. Ich habe hier noch ein bisschen gefeilt, so. Und ja, sieht auf jeden Fall richtig schön aus, finde ich. Und ja, Leute, dann war es auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine meiner neuen Videos verpasst. Und ja, Leute, dann sehen wir uns schon beim nächsten Mal, Lieben. Tschüss, Lieben, bis zum nächsten Mal. Tschüss.